Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnome Moria mit Mods. So, also aufgrund dessen, was wir hier alles sehen, sind wir natürlich wieder mit unserem Standardhändler gerade beschäftigt. Ich kaufe natürlich auch wieder das Eisen und Kupfer, Malachit. Ehrlich gesagt, Kupfer und Malachit, wir können uns eigentlich auch anders damit versorgen im Moment. Ich kaufe jetzt mal das Ei. Wir gucken mal. Kotten hole ich mir. Ich hole mir einfach das Kotten. Egal, ob wir das jetzt brauchen oder nicht. Das hole ich mir einfach mal. Vielleicht holen wir uns dann auch nochmal die Erze, aber jetzt erstmal gucke ich mal, was wir sonst noch besorgen können. Was uns das Leben tatsächlich wichtiger ist, ist die Sachen hier. So. Weil, ja, ne, das Übliche, wir brauchen erstmal Münzen, damit wir dann mit den anderen handeln können. So, hier jetzt erstmal die Statuetten verkaufen. So. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder lauter. Moment mal. Oh, ich war auch lauter. Mal gucken. Jetzt sollte etwas angenehmer sein. Ach, Mann. Ärgerlich. Ja, tut mir leid. Da war jetzt die Gesamtlautstärke irgendwie hochgedreht. Aber das dürfte jetzt eben gerade erst nur am Anfang dieser Folge gewesen sein. Das dürfte vorher noch nicht gewesen sein. Hoffe ich. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, dann waren die letzten Folgen wieder ein bisschen lauter. Es tut mir leid. Falls es so war, es tut mir leid. Ach, Mann. So. Es hat so seine Vorteile, wie ich mein momentanes Soundsystem eingerichtet habe hier, aber es hat auch so seine Nachteile, muss ich zugeben. So, wir sind... Uns fehlt ein Punkt. Okay, ein... Ja, ein Wert. Hm. Ja, dann nehmen wir einfach eine Kupfermünze weniger und dann passt das. Und dann passt das. So. 2949. Trade. Ja, weil, ehrlich gesagt, Kupfer und Zinn und Malachit, das kriegen wir jetzt woanders her. Und dementsprechend, warum sollen wir uns da jetzt hier den riesen Aufriss machen? Wie viel Metal Bars haben wir eigentlich? Wir haben 378 Bronzebarren. Und wir haben jetzt eigentlich unser Team voll ausgerüstet mit Bronze, ne? Das darf man nicht vergessen. Den wichtigsten Punkt, den wir eigentlich erledigt haben wollen, was Bronze angeht, den haben wir schon erledigt. Das heißt, ich werde jetzt nochmal ein paar Fallen, ehrlich gesagt, bauen. So. Mechanism. Self-Power Trap. Dann nehmen wir die Blade Trap und natürlich nehmen wir die Bronze Blade Trap. Zack, zack, zack und zack. Und dann nehmen wir natürlich auch nochmal die... Wo haben wir es denn? Mechanism. Die Spike Trap. Ich weiß nicht so genau, welche davon jetzt tatsächlich die bessere ist, für welchen Fall. Ich wechsle die beiden also einfach ab. Und dann sollten wir ganz gut versorgt sein. Und wenn uns die dann hier... wir doch nochmal umbauen, hätte, ist es ja kein Problem, das hier auch nochmal umzubauen. Aber ja, es wäre tatsächlich dann nochmal die Überlegung wert, hier so eine Art Labyrinth zu bauen, wo die halt durch können, müssen. Und unsere Gnome können dann halt auf ganz entspannt darauf schießen. Allerdings hätte ich dafür dann auch gerne eine richtige Schützengruppe. Aber ich glaube, die baue ich dann auch erst richtig. Also hier haben wir ja schon mal eine kleine Schützentruppe. Die hätte ich dann natürlich aber auch gerne auf 5 aufgestockt. Nur die machen halt wirklich dann nichts anderes, als außer das, weil mich nervt das, dass die dauernd die Sachen aus der Hand legen, weil, beziehungsweise halt nicht benutzen können, weil sie in der anderen Hand was anderes haben. Das ist halt mega nervig, finde ich. Und da müssen wir dann mal ein bisschen deichseln, wie wir das am besten machen. Giblets. Oh, Giblets haben wir wirklich nur 124. Das ist ja... hat sich ja drastisch reduziert, ehrlich gesagt. Das ist ja ein bisschen ungünstig. In dem Fall... müssten wir unsere... Honey Badger loswerden, eigentlich. Dann passt auf, dann mache ich das mal so. Ich werde...
für die Honey Badger hier vorne. Animal. Honey Badger. So. Dann werde ich das jetzt einfach mal probieren. Wie viel die bringen tatsächlich in einem Kampf. Und behalte nur die beiden für die Zucht hier hinten. So. Zack, der kommt hier nach vorne, setzt halt drauf das Ding. Und Demenz. Demenz kommt tatsächlich. Okay. Na, wenigstens haben sie ein bisschen was an Schaden abbekommen, hoffentlich. So. Die werden an der richtigen Stelle abgefangen. Sehr gut. Und die können von hier hinten schießen. Das ist auch sehr, sehr gut. Das schaut gut aus. Ja, das haben wir sehr souverän anscheinend gebacken gekriegt. Sehr schön. Okay. Warum ist der jetzt so langsam? Der ist einfach nur erschöpft, oder? Jetzt ist er auch schnell. Okay. Keine Ahnung, warum der gerade so langsam war. Ja, nee, aber das hat ja gerade mega gut funktioniert. Wie viele Mans waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber auch ganz normale. Also da stand jetzt nichts von Worker oder sonst irgendwie. Ja, vielleicht hatten wir tatsächlich auch die Nahrung ein bisschen reduziert. Denn die Stärke des Mant-Angriffs richtet sich ja danach, wie stark tatsächlich, also wie viel Nahrung man halt da hat. Und wenn man die halt reduziert, dann wird wohl der Angriff der Mans halt schwächer. Das heißt, das ist einer der Angriffe, die man so ein bisschen regulieren kann in der Kraft der, wie er halt ankommt. Weil bei den Goblins kann ich es halt nicht beeinflussen. Die kommen halt mit einer gewissen Kraft einfach an. Aber bei den Mans ist es halt anders. Ja, die können. Da muss man halt auch aufpassen. Wenn man sehr, sehr viel Nahrung natürlich produziert, kann es halt durchaus sein, dass, ehrlich gesagt, ich würde den Bären hier gerne mal platt machen. Mal auch als kleinen Test unserer Squads. So. Zack, mach den mal platt. So. Der Bär blutet schon. Einfach nur durch die Pfeilschüsse ist natürlich krass. Ah, okay. Ganz souverän. So. Nee, ja, schade, dass jetzt allerdings die Badger noch nicht hier vorne eingelagert waren. Ach so, Moment, aber wir hatten Rancher, oder? Wir hatten zwei Rancher wieder. Ich hatte doch wieder einen zweiten, ja. Hatte wieder einen zweiten dazu geholt. Na gut. Hat trotzdem funktioniert. Im Großen und Ganzen. So. Ja, die stellen fleißig noch ein paar Fallen her. Das ist genau richtig. Hat es die Fallen eigentlich ausgelöst? Also hier. Denke ja. Sah man zwar nicht so deutlich, aber ich denke, die hat es auch ausgelöst gehabt. Gut. Aber, also es ist schon cool, ne? Die. Oh. Na komm, verzieh dich. Warum kämpfst du da? Du sollst da nicht kämpfen. Was tust du da, Engineer? Hau ab. Ach, ist doch nicht zu fassen. Ja, jetzt hat er sich gelöst. Okay. Injured Laughter. Jinkle is having trouble breathing. Okay, das sollte trotzdem noch in Ordnung sein. Aber, oh ja, Goblin died, ja. Da kriegen sie gerade richtig auf die Gusch. Sehr, sehr gut. Ja, prima. Und wir bekommen wieder etwas. Ach so, na klar, von dem bekommen wir natürlich auch immer ein bisschen Blei, weil der natürlich mit seiner Eisenrüstung dann immer ein bisschen Blei da lässt. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Sehr schön. Hier, guck mal, da hat dann Goblin. Ist der schon hier vorne gestorben oder war der gerade auf der Flucht, als er gestorben ist? Das wäre ja krass, wenn der einfache Goblin hier schon auf dem Weg durch die Fallen dann einfach mal drauf geht.
Das wäre ja super. Das wäre ja richtig gut. Das wäre ja wirklich ganz benefik. Benefik? Nee, Moment. Ach, egal. Wird garantiert anders ausgesprochen. Ich bin auch nicht sehr fremdsprachenaffin, muss ich zugeben. Oder benutze ich ein Wort wie affin? Oh. Ja, ich bin nicht sehr fremdsprachenbegabt auf jeden Fall. Und von daher. Ich probiere es trotzdem. Also, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich habe ja auch mit Supreme League of Patriots mal probiert, dann ein englisches Spiel halt so, so on the fly ein bisschen zu übersetzen, muss zugeben. Das war viel schwieriger, als ich gedacht hätte. Also, ich lese ja selber. Das ist halt relativ flüssig. Das Problem ist nur, dass ich das halt selber für mich gar nicht mehr übersetze. Wenn ich Englisch lese, dann lese ich halt den englischen Text, ohne ihn mehr zu übersetzen, größtenteils. Ich hab dann mal ganz selten ein Wort, wo ich dann wirklich überlegen muss, okay, was bedeutet denn das Wort an sich? Habe ich aber fast nie. Ist super selten geworden, dass ich diese Problematik habe. Sag mal, wurde irgendwann was erforscht? Jinkle has invented the pressure plate. Okay. Dann müssten wir jetzt mal gucken. Gibt es neue Sachen? Es gibt Rod, Gear, Spring, Spike, Bolt, Crossbow. Und hier gibt es Axle. Wieso gibt es zwei Axles? Achso, ich kann Axles auch aus Loks herstellen. Mechanism Base, Hand, Spike Trap, Crossbow, Lever, Mechanical Wall, Windmill Blade. Oh, ich kann eine Windmill. Kann ich schon eine Windmill? Ne, die Windmill selber kann ich noch nicht bauen, ne? Ich kann nur die Plate. Und eine Pleasure Plate. Pressure Plate. So rum. Okay, das ist doch schon mal. Habe ich echt gerade Pleasure gesagt gehabt? Oh Gott. Oh Gott. Super. Das funktioniert auf jeden Fall. Wir haben hier noch eine ganze Menge Miet rumliegen, ehrlich gesagt. Wir könnten notfalls Miet auch in Giblets umwandeln, aber ja, wie gesagt, macht halt nicht viel Sinn. Es sei denn, die sorgen halt für eine gewisse Verteidigung. Wieso wollen die drei Honey Badger hier nicht rein? Wieso gibt es da keinen Rancher, der sich berufen fühlt, die da reinzuführen? In die Pasture. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na gut. Eigentlich wollten wir hier unten ja den Bergbau weitermachen, aber jetzt hatten wir erst den Mant-Angriff, dann den Goblin-Angriff. So. Okay, das wäre dann hier. Gut. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir uns da jetzt am besten durchgraben, ohne allzu viel uns in Gefahr zu begeben. Halt auch, dass wir in Bereiche reingraben. Ehrlich gesagt, das Sinnvollste wäre hier einen geraden Schnitt zu machen. So, zack. Warum hier dieses Gestückel da machen? Ist doch doof. Zack, so. Wie gesagt, das mit der 19er Entfernung. Oh Moment, ich muss mal husten. Entschuldigung. So. Ah, hervorragend. Und wir sind tatsächlich angekommen bei der Eisenader. Sehr gut. Wunderbar. Dann bereite ich schon mal eine Torch vor. So, dann macht er mal platt ordentlich. Ja, okay, ich sehe es jetzt auch. Du bist gar kein Miner. Ist ja gut. So, aber da können wir jetzt dann endlich mal anfangen, richtig Eisen herzustellen. Müssen wir dann drüber nachdenken, ob ich dann. Also, einerseits möchte ich halt Eisen gerne herstellen, auf jeden Fall. Andererseits. Huch. Kommt er denn auf die Seite? Wie kommt denn das Skelett? Achso, da muss das Skelett von unten gekommen sein. Okay. Ah, hier. Das Skelett ist von hier irgendwo gekommen. Ah, hier hinten könnte es gespawnt sein, ja. Weil da fehlt die Tür. Okay. Na dann, rasch die Tür setzen. So. Ja, endlich mal ein Spawn an einer anderen Stelle. Ach du Schande, hat man ja nun wirklich lange nicht mehr.
muss man ja zugeben. So. Wie langsam der sich hier durch die Gegend hackt, weil das Eisen einfach viel länger abzubauen braucht anscheinend. Sehr cool. Trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, ich mache einfach mal hier so, zack. Mach mal den ganzen Bereich hier. Außerdem gebe ich dann mal gleich den Auftrag, da noch eine Torch zu setzen. Ja, mache ich mal ruhig hier. Dann sollte das den Gang auch soweit ein bisschen mit erleuchten. Sehr schön. Und hier setze ich dann natürlich dann gleich wieder eine Wand, sodass das wieder dicht ist. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber krass, obwohl die ja sonst durch alles durchgehen wie durch Butter. Und ich habe es auf doppelter Schnelligkeit. Aber, Schnelligkeit. Aber der braucht doch eine ganze Weile, um da durch die Wand zu kommen. Krass. Mining 71. Also der ist schon wirklich nicht schlecht, ne? Aber der braucht, um durch diese, die Erzwand durchzukommen, richtig Zeit. So, wenn du sowieso gerade hier bist, könntest du uns ja auch gleich noch eine Wall setzen, ehrlich gesagt. Das wäre Basalt, ne? So, genau, perfekt. Haben wir gut abgepasst. Hat er gleich eine neue Basalt-Wall gesetzt. Sehr schön. So, jetzt mach mal rasch die anderen weg. Das ist eine total gute Idee. Ja, dann haben wir gleich wieder ein bisschen Eisenerz. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Das ist fantastisch, ehrlich gesagt. Dann, ja, wie gesagt, also ich bin halt so immer dieser furchtbare Optimierer. Ich weiß, ich sollte das lassen. Aber es gibt so bestimmte Sachen, die, wo ich einfach immer versuche, so ein bisschen das zu ein bisschen optimieren und so. Und eine davon ist halt, dass ich eigentlich ungern das ganze Eisen verwenden möchte, um halt dann am Ende doch zu sagen, okay, eigentlich hätte ich ja halt lieber aus dem Eisen Stahl hergestellt. Na, also das ist halt so, ich würde halt lieber gleich aus dem Eisen Stahl herstellen, aber das ist jetzt halt natürlich bei der Einstellung, zu der wir uns entschlossen haben, halt nicht so einfach machbar. Müssen wir also irgendwie mitleben. Ich vor allem. Im Moment. So. Aber, ja, das wird schon, das wird schon. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Würde es sich denn schon lohnen, daraus irgendwas herzustellen? So, Lead haben wir immer noch nur 3. Jetzt bekommen wir auch kein Lead mehr von dem aus irgendeinem Grund. Kein Blei mehr, das ist echt ärgerlich. So. Ja, Bronze und Zinn müssten wir mal wieder abbauen. Wir haben Eisen. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, dann machen wir aus Eisen vielleicht tatsächlich ein paar Waffen. Aber, naja, ich bin noch unschlüssig. Andererseits wäre natürlich super, wenn wir daraus Rüstung herstellen würden. Das wäre natürlich auch nochmal eine deutlich bessere Rüstung. Andererseits, wir kommen mit unserer aktuellen Rüstung. Und da wir jetzt 10 Leute im Nahkampf gleich haben und er zwischen denen beliebig entscheiden kann, kommen wir halt super klar eigentlich mit den aktuellen Angriffen. Also wir brauchen im Moment gar keine großartige Verstärkung unseres Militärs. Der Punkt ist halt, irgendwann brauchen wir sie. Das ist halt nur eine Frage der Zeit. Und ich muss dann halt aufpassen, ab wann wir die Verstärkung unseres Militärs brauchen. Und dann in dem Moment muss man halt das, ja, dass man halt nicht zu lange wartet. Irgendwann brauchen wir die Verstärkung. Und bevor ich sie brauche, müsste ich sie dann halt auch fertig haben. Das ist halt immer so die Problematik. Im Moment brauchen wir sie eigentlich noch nicht. Gut, das liegt auch an unserer relativ vorsichtigen Spielweise, finde ich. Ich spreche heute irgendwie etwas merkwürdig, habe ich das Gefühl. Ist auch nicht. Meine Aussprache schlurrt heute ein bisschen. Ich spreche heute nicht so deutlich, habe ich so das Gefühl. Weiß nicht, woran das liegt. Gut. Ja, das ist aber alles gut vorbereitet. Ah, wir könnten mal den Raum für den nächsten Ambassador doch nochmal ein bisschen schicker machen. Ach so,
gucken wir auch mal. Wir haben neues Kingdom kennengelernt. Na klar, wie lange haben wir das denn schon? Wir hätten gern mal einen Ambassador von euch, bitte. Und wir bereiten dann jetzt mal den Raum des Ambassadors dafür auch entsprechend vor. Ja, das Problem ist, dass ich im Moment auch ja parallel Don't Starve spiele. Und dementsprechend habe ich gerade versucht, mit einer Taste, die hier mit E, mache ich halt das hier. Ich blende die grauen Bereiche aus. Ja, das sieht faszinierend aus, ehrlich gesagt. Krass. Und von welchem Kingdom bist du? Ah, du willst uns hoffentlich gerade einen männlichen Bären verkaufen, hoffe ich. So, gucken wir gleich mal, ob du das wirklich tust. Wenn nicht, dann jagen wir dich mit Schimpf und Schande aus unserem Kingdom. So, Storage. Nein, Furniture. Ich hätte gerne Furniture, und zwar Furnishing. Da wäre das Kabinett. Zack. Da wäre das der Dresser. Genau. Und dann hatten wir noch irgendwas. Die Wardrobe oder sowas war das, ne? Genau. So. Und dann könnten wir vielleicht sogar noch ein paar Sachen mehr anfangen. Was hatten wir noch? Wir hatten noch den Desk, glaube ich, ne? Machen wir den Desk, ja. So. Zack, da machen wir dann natürlich wieder den Fancy Chair davor. So. Und dann ehrlich gesagt, das Weinregal finde ich eine super Sache. Das würde ich gerne mal machen. Die Weinbar. Ja, ein Shelf werden wir schon irgendwie herstellen lassen können, hoffe ich. So. Zack. Machen wir natürlich dann auch gleich in die anderen Bereiche, damit die ja nicht allzu sehr unterschiedlichen Wert bekommen. Sonst, ich glaube, ich muss mit jedem Ambassador, der mehr zu uns kommt, muss ich einfach an Worth muss der Raum haben. Aber Mailbear, ja, wir haben den männlichen Bären. Sehr gut. Okay. Hatten wir noch irgendwelche Quiver übrig, die wir nicht mehr brauchten? Hier haben wir ein bisschen was. Maple Shortbow, den könnten wir verkaufen, ehrlich gesagt. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir auch nicht mehr. Auch nicht mehr, auch nicht mehr, auch nicht mehr. Nö. Nö. Pur Malachit Longbow. Ehrlich gesagt, der könnte ruhig nochmal equipped werden, falls der. Obwohl. Eigentlich brauchen wir nur Bronze im Moment. Ist ja eh besser wahrscheinlich. Ja, verkaufen wir mal. So, aber Quiver scheinen keine rumzufliegen. Doch, hier. Das war Large Quiver und noch ein Large Quiver. Okay, nee, die behalten wir. Super. Dann brauchen wir jetzt einiges an Münzen. Die Münzen kann ich mal rasch besorgen. Machen wir erstmal wieder über die Dinger hier. Dann machen wir mal hier 100er Schritte erstmal. Am Ende nehmen wir dann sowieso wieder ein paar der Sachen zurück. Mache ich mal 10er Schritte zurück. Geht nicht. Achso. Silver Coins. So, zack. Zack, zack. Und dann brauchen wir nochmal 7 oder so davon, ne? 7 mal 3 sind 21, 8. 8 zurück. Und einen von denen zurück. Zack. 2000. Wir haben den männlichen Bären. Hervorragend. Sehr, sehr geil. Das war ja das, was wir eigentlich auch haben wollten. Ja, wenn alle Stricke reißen, können wir jetzt auch einfach
die Honey Badger vielleicht einfach. Ja. Na, notfalls machen wir den. So, wir sind wieder bei 145 Giblets. Das ist natürlich sehr schön, aber das ist natürlich zu erwarten, nachdem wir gerade einen Goblin-Angriff hatten. Haben wir natürlich wieder etwas Fleisch da. Ja, wie viel Meat haben wir denn eigentlich? Das wäre auch mal eine interessante Frage. Wie viel Standard-Meat haben wir denn eigentlich da? Ist das nicht hier? Ne, das ist dann unter Cooking. So. Haben wir Cooking? Ne. Ist aber auch hier irgendwo, oder? Hä? Manchmal bin ich so blind, ich gebe es zu, da. Cooking. Und das ist unter Produce wahrscheinlich, ne? Ja, Meat. 582 Meat. Na klar, ein bisschen was. Passt auf, wir machen Meat jetzt auch einfach zu einem Tracked Item. Und dann können wir auch ab einem bestimmten Punkt einfach sagen, hey, wandel Meat einfach in Giblet um, das ist uns auch egal. Hauptsache, die Dinger werden hier halt ernährt, weil was soll's. Ernsthaft, was soll's. Also, das spielt für uns jetzt im Moment nicht so die Rolle. Das kommt einfach daher, dass so viele Emus und anfangs halt auch so viele Yaks dann geschlachtet wurden. Da hat das einfach gar keine Probleme gemacht. Ja, aber das war doch so, oder? Giblet. Giblets, wo sind die ja? Wir bekommen Giblets aus... Einmal Giblet aus einmal Meat, also... Naja. Und aus, wie war das bei den Sausages? Wir bekommen 2 Sausages aus einmal Meat. Oder aus 4 Giblets bekommen wir eine Sausage. Ja, genau. Das macht echt nicht viel Sinn. Da machen die Sausages aus Fleisch echt viel mehr Sinn. Ich weiß jetzt nicht genau, was die hier sind. Sugar, Cheese, Fried Vegetables, das. Ich mache jetzt einfach mal ein paar hier aus Meat. Zack. 10. So, ich weiß nicht genau, was die halt gebraucht hätten. Aber so sollte das ganz gut funktionieren, denke ich mal. Eine halbe Stunde Folge, verdammt. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao.